Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Yay, super, wir sind zwar in der größten Blase, die es in der Geschichte der Menschheit jemals gegeben hat und wahrscheinlich wird es jetzt extrem explodieren, aber Biden hat jetzt ganz, ganz neue Nachrichten und sehr, sehr gute Nachrichten und zwar haben wir eine Inflationsrate von 0%. Das sagt er einfach, 0% Inflationsrate. Super, folgt mir unbedingt auf Instagram, weil da habe ich das Video von ihm gerade gepostet. Coach-Cecil, komplett richtig durchgeschrieben, weil sonst findest du mich nicht, weil mein Content wird natürlich überall gebannt, weil das soll natürlich keiner wissen, was ich heute sage. Und auf jeden Fall besprechen wir nicht nur, wie die allgemeine Situation ist, dass der Markt jetzt hochgeht, sondern wir besprechen auch, wie sie dir wirklich das Geld aus der Tasche nehmen und was sie alles für Regulationen und neue Gesetze erstellen, damit du wirklich pleite bist. Es ist extrem krass. Also, Biden hat gesagt, Inflation bei 0%. Meint er wahrscheinlich das, was er an Verständnis hat vom Finanzmarkt, aber egal jetzt. Er meint wahrscheinlich von Monat zu Monat. Das ist so, als wenn ich als Krimineller zu dir komme in dein Haus und sage, halte dir eine Pistole an den Kopf und sage, hey, gib mir jetzt 5% von deinem gesamten, was du hier drin hast. So. Und dann im nächsten Monat komme ich nochmal und sage, gib mir 5% von dem ganzen, was du hier drin hast. Und dann sage ich nach außen, ja, ich habe 0% genommen, weil ich habe ja letzten Monat genauso viel genommen wie diesen Monat. Ist ja 0% Veränderung. die verarschen so offensichtlich. Das ist so schlimm. Genauso wie sie einfach das Wort Recession einfach verändert haben. Es war über zig Jahre, hat man gesagt, wenn GDP, also was der Staat einnimmt, zwei Quartale aufeinanderfolgend im Minus ist, dann ist man in einer Recession. So, dann kurz bevor die Zahlen rauskamen, hat das Weiße Haus einfach gesagt, nee, das kann man jetzt so allgemein nicht sagen. Der Arbeitsmarkt ist viel zu stark gerade, deswegen, das ist keine Recession. Ist einfach nicht. Die sagen einfach, was sie sagen wollen. So, und was ist mit dem Arbeitsmarkt? Wie ist die Inflationsrate? Die Inflationsrate ist in der Tat runtergegangen von 9,1% auf 8,5%. Wenn man aber die Energie rausrechnet, also Core Inflation, dann hat man 0,3% sogar erhöht. Aber da der Benzinpreis runtergegangen ist, ist es halt die Inflation, CPI ein bisschen runtergegangen. So, was hat das jetzt mit dem starken Arbeitsmarkt auf sich und wie wird der Markt jetzt vorangehen und wie krass ist es, dass sie dir das Geld aus der Tasche nehmen? Es ist wirklich heftig. Unbedingt gucken, teilen, Video liken. So, der Arbeitsmarkt in den USA, sie sagen ja immer, oh, wir haben 528.000 neue Jobs, viel besser als erwartet, ey, der Arbeitsmarkt ist so stark, wir sind so gut, ey, ist echt alles so krass. Aber von diesen 528.000 neuen Jobs sind 303.000 Teilzeitjobs. Und die Zahl von Menschen in den USA, die zwei Vollzeitjobs annehmen müssen, ist so hoch wie in der Geschichte noch nie. Das heißt, was ist passiert? Es sind im letzten Quartal weniger Menschen, die arbeiten. Das heißt, die Arbeitslosenquote ist hochgegangen. Aber es sind halt mehr Jobs, weil mehr Menschen jetzt zwei oder drei Jobs haben müssen, damit sie überhaupt noch überleben können. Genauso wie die Schulden so hoch sind wie noch nie vom Staat, von den einzelnen Haushalten. Genauso wie die Kreditkartenschulden so hoch sind wie noch nie. Genauso wie die Kredite auf Häuser jetzt gerade sich verdoppelt haben in wenigen Monaten. Es ist alles wirklich kurz vorm Zusammenbruch. Und wenn man jetzt auf einen starken Arbeitsmarkt sich da bezieht, dann ist das sowieso ein Indikator, der hinterherhängt. Das heißt, das ist nicht wirklich was, worauf sie bauen können. Aber jetzt gerade halten sie damit noch so das vor und sagen so, ist ja alles, wir sind ja voll, ist ja voll gut. Wir haben keine Recession und es ist 0% Inflationsrate. Das ist wirklich krass. So, was machen sie noch so? Ganz krass, um die Inflation jetzt zu bekämpfen, haben sie einen Inflation Reduction Act. Und wenn das der Name ist, dann kannst du schon wissen, dass das, was sie da machen, dass es genau das Gegenteil von dem ist, was es eigentlich bewirken soll. Sie wollen jetzt 739 Milliarden Geld ins System schmeißen. Ja, du hast richtig gehört. Sie wollen ein Feuer löschen, indem sie noch mehr Benzin raufschmeißen. Die Inflation entsteht dadurch, weil sie
40% der gesamten Dollarmenge in 2 Jahren gedruckt haben. Sie haben 10 Billionen in 2 Jahren gedruckt. Das ist die Hälfte vom gesamten GDP, also was der Staat einnimmt im ganzen Jahr. Dadurch entsteht eine Inflation. Durch nichts anderes. Weil wenn die einfach draußen gelassen würden und wenn der freie Markt einfach normal agieren würde, dann hätten wir immer eine Deflation. Weil umso mehr produziert wird, umso mehr auf den Markt kommt, umso geringer wird der Preis. So, wie dem auch sei, auf jeden Fall schieben Sie das vor mit dem Arbeitsmarkt und was Sie jetzt mit diesem Inflation Reduction Act machen, Sie schmeißen noch mehr Geld ins System. Und die zweite Sache, die Sie machen, Sie wollen den kleinen mittelständischen Menschen oder den kleinen Menschen, der an der Seite ein bisschen Geld verdient, komplett zerstören. Wie machen Sie das? Sie haben 87.000 neue Mitarbeiter fürs Finanzamt angestellt. Oder wollen Sie jetzt damit finanzieren? 87.000. Was wollen Sie damit machen? Sie schreiben, ja, wir wollen nicht den Mittelstand oder den kleinen Mann damit praktisch triezen. Und wenn Sie das schreiben, dann weißt du, dass genau das passiert. Und was wird wahrscheinlich passieren? Die ganzen Menschen, die einfach an der Seite ein bisschen Geld verdienen, die vielleicht bei Airbnb ihre Wohnung vermietet haben, die über eBay was verkauft haben, die über, keine Ahnung, über PayPal-Zahlungen bekommen haben. Jeder, der mehr als $600 von irgendwo an der Seite bekommen hat, im ganzen Jahr, wird jetzt wahrscheinlich verfolgt von denen. So, das ist die Art, wie sie rankommen. Und ja, ich kann ja jetzt hier im Urlaub, ich mache das wirklich nur aus dem Urlaub, damit ihr irgendwie auf dem Laufenden bleibt und so. Ich habe mehrere gute Videos gesehen. Stansberry Research kann ich empfehlen. Da war Harry Dent zu Gast. Er hat sehr, sehr interessante Sachen gesagt. Heresy Financial sowieso. Und bei Kitco News war Peter Schiff. Und Peter Schiff ist natürlich mit Bitcoin sowieso. Man muss nicht alles immer gut finden, was jemand sagt. Aber er hat sehr, sehr viele gute Sachen auch in dem Video gesagt. Deswegen kann man das auch angucken. Und dann kann man immer seine eigene Meinung bilden. Auf jeden Fall hat Harry Dent gesagt, das war jetzt die erste Welle, die normal ist, dass es jetzt S&P 20, 23, 25% runtergegangen ist, Nasdaq 30, 35% runtergegangen. Das war die erste Welle. Wahrscheinlich, das denkt er, man weiß es in dem Finanzmarkt nie. Alles, was ich heute sage, ist keine Finanzberatung, sondern nur Entertainment. Er hat gesagt, wahrscheinlich ist die erste Welle. Ende des Jahres wird wahrscheinlich noch eine zweite Welle kommen und dann noch eine dritte Welle. Das heißt, das Ganze Geld, was ins System gespült wurde, das muss auch wieder rauskommen aus dem System und das dauert. Also wenn man jetzt irgendwie, der Bitcoin-Preis geht wieder hoch und alle denken jetzt, oh cool, die Chart ist alles, sieht voll gut aus und so, da kann man sich wirklich nicht drauf verlassen. Also es kann sehr, sehr gut sein, dass um das ganze zusätzlich reingespülte Geld aus dem System rauszubekommen, wie auch Chamath Palihapitiya sagt, da ist so viel Geld drin. Wir haben praktisch so viel Geld, ich glaube, die Hälfte, ich habe ein Video schon mal darüber gemacht, die Hälfte vom gesamten GDP der ganzen Welt, also was die ganze Welt einnimmt pro Jahr, die Hälfte davon wurde einfach in den letzten 2 Jahren gedruckt. Und es braucht wahrscheinlich 1, 2, 3, 4 Jahre, um das aus dem System wieder rauszuspülen. Weil wir haben keine freie Marktwirtschaft mehr. Wir haben gar nichts. Wir haben nur eine Fed, die ganze Zeit künstlich Geld ins System schmeißt und Zombie-Firmen am Leben hält, obwohl die eigentlich alle sterben müssten. So, und das ist halt das System und deswegen sagt er, es wird die nächsten 2 Jahre noch extrem gefährlich werden oder beziehungsweise kann extrem runtergehen. Was mache ich jetzt gerade? Jetzt gerade investiere ich nicht. Ich habe ja immer so meine Phasen. Ich sage auch gerne wieder, wenn ich investiere, worin ich investiere, ob ich vielleicht mal ein QYLD heißt der, ein ETF, das ist ein Covered Call ETF, ob ich da rein investiere, ob ich vielleicht mal wieder in Bitcoin was stecke. Jetzt gerade, ich investiere jetzt gerade gar nichts. Alles, was ich verdiene, bleibt jetzt gerade im Dollar oder in Euro oder was auch immer, aber jetzt gerade investiere ich persönlich nicht, in diesem Moment. Das kann sich auch wieder ändern. So, auf jeden Fall, die eine Nachricht, die ich jetzt sagen wollte, die extrem krass ist, und das betrifft jetzt direkt dich. Es gibt 21 Millionen Rentner in Deutschland. 21 Millionen. Und jetzt rate mal, von den 21 Millionen, wie viele mehr als 3.000 Euro Rente bekommen im Monat? Schätz mal.
Mach mal Pause, schreib mal unten in die Kommentare und schätz mal, wie viel ungefähr. Ich mache jetzt gleich weiter, aber mach mal Pause, einmal unten reinschreiben, bevor ich es jetzt gleich sage. Okay, es sind von 21 Millionen 40. Nein, nicht 40.000. 40 Menschen von 21 Millionen, habe ich auch auf Instagram gepostet, die mehr als 3.000 Euro Rente bekommen. Und die bekommen es nur, weil sie nicht nur 40 Jahre den maximalen Satz eingezahlt haben, sondern sogar länger, 45 bis 50 Jahre. Du zahlst 50 Jahre den maximalen Satz in deine Rentenkasse ein, um dann 3.000 Euro im Monat zu bekommen. Und es sind nur 40 von 21 Millionen Menschen. Die Renten, 50% der Renten, die Chance, dass du unter 1.000 Euro bekommst in deiner Rente, ist bei 50%. 50% kriegen unter 1.000 Euro. 25% kriegen unter 500 Euro. Was ist jetzt die Forderung? Die Forderung, habe ich auch auf Instagram gepostet, ist jetzt, dass die Rente verlängert wird bis 69. Warum? Weil wie sollen 21 Millionen Erwerbstätige, 43 Millionen Erwerbstätige, wir haben 43 Millionen Menschen in Deutschland, die arbeiten. Das andere sind Babys, Rentner und wie auch immer. So, 43 Millionen, die arbeiten, sollen 21 Millionen Rentner tragen. Wie soll das funktionieren? Natürlich funktioniert das nicht. So, und deswegen wird jetzt schon danach gefordert, dass du bis 69 arbeiten sollst. Du sollst bis 69 arbeiten, damit du dann eine 50%ige Chance hast, dass du unter 1.000 Euro bekommst und nur 40 von 21 Millionen kriegen über 3.000 Euro. Und was passiert jetzt mit der Inflation? Es muss wirklich jeder verstehen, weil mit dem, was sie jetzt machen, rasieren sie das gesamte Volk. Was macht eine Inflation? Eine Inflation sorgt dafür, dass dein Geld immer weniger wird, dass alles, was du erspart hast, wird einfach wegschmelzen. Und sie, der Staat, verdient natürlich mehr, weil wenn alles teurer wird, dann kriegt der Staat natürlich mehr Steuereinnahmen. Und wenn alles teurer wird, werden die Schulden, die man hat, die der Staat hat, natürlich immer weniger wert. Wenn du jetzt zum Beispiel siehst, du hast einen 30 Jahre Kredit auf dein Haus genommen, das Haus hat irgendwann mal 100.000 Euro gekostet und jetzt sagen wir mal, du bist in den letzten 5 Jahren das abbezahlen, das Haus ist schon 500.000 wert. So, und vielleicht hast du noch einen Kredit von, keine Ahnung, 30.000 da drauf, das ist jetzt im Vergleich zu dem Haus fast nichts mehr. Das heißt, die Inflation sorgt dafür, dass die Schulden, die man hat, über Dauer immer weniger werden. Das heißt, der Staat macht verschiedene Sachen mit der Inflation. Einmal hast du kein Geld mehr, alles wird dir aus der Tasche genommen, Renten kannst du sowieso vergessen. Sie reduzieren ihre Schuldenlast und sie nehmen mehr ein, weil die Leute praktisch mehr zahlen. Das ist das System. So, und das Einzige, was wir machen können, ist, das System zu verstehen, nicht zu sagen, ich bleibe da die nächsten 30 Jahre drin, damit ich dann in 30 Jahren unter 1.000 Euro bekomme und die letzten 15 bis 20 Jahre meines Lebens in Armut ende. Weil wie willst du in 10, 20 Jahren mit 1.000 Euro bei einer Inflationsrate von jetzt gerade Realinflation 15%, wo alles hochgeht, oder 20%, wie willst du da irgendwas von bezahlen? Kann man nicht. So, und wenn du denkst, oh, Rente ist aber so weit weg, ja, aber dein Mutter, Vater, Opa, Oma, die werden alle in der Situation sein oder die sind schon in der Situation. Kannst du denen helfen? Kannst du die unterstützen mit 500 Euro im Monat? Das ist alles die Frage. So, das heißt, es ist so ein schlimmes, so ein schlimmer Ponzi-Scheme. Das ganze Fiat-System ist praktisch ein Betrugssystem. Es ist wirklich schlimm. So, deswegen, wir müssen das Wissen über die Finanzen haben und guck das Video in der Beschreibung. Jedes Mal sage ich es, weil da erkläre ich ganz genau, wie man sich nicht nur emotional, sondern auch finanziell abkoppeln kann. Man muss dieses System verstehen, weil es gibt so viele Hebel, die man ansetzen kann, wie man sich finanziell befreien kann, ohne dass man jetzt
irgendwas krass umstellen muss. Aber das erkläre ich da. Es gibt so viele Hebel, wie man investieren kann, was man machen kann, was man nicht verschwenden kann und so weiter. Erkläre ich auch immer auf Instagram. Ist jetzt zu viel zu erklären, möchte ich gar nicht. Es ging jetzt erstmal nur um die aktuelle Situation, was ich gerade mache. Aber es ist elementar wichtig, dass du das Video in der Beschreibung guckst, im Kommentar auch. Einfach einmal angucken. Da musst du nur draufklicken, deine E-Mail reinschreiben und du kannst sofort klicken und in 3 Sekunden kannst du anfangen, das Video zu gucken. Da erkläre ich ganz genau, wie du dich aus dem System befreien kannst und unabhängig davon bist. Weil wenn du unabhängig eine Einnahmequelle dir aufbaust, die dir, sagen wir mal, ganz ehrlich, im Online-Bereich ist es gar kein Problem, 300 Euro am Tag, 500 Euro am Tag zu verdienen. Das kann wirklich jeder. So, und wenn du 300 oder 500 Euro am Tag verdienen kannst, dann sind diese Sachen nicht mehr so relevant für dich. So, dann betrifft dich das Ganze nicht mehr so stark, als wenn du im System drin bleibst. Das ist nämlich das Schlimmste, was man gerade machen kann. Im System drin bleiben und eine Einnahmequelle haben. Diese beiden Sachen sind gerade extrem schlimm. Deswegen, das war es erstmal für heute. So sieht erstmal der allgemeine Markt aus. Guck gerne Stansberry Research, das Video mit Harry Dent. Guck gerne Heresy Financial und guck gerne Kitco News. Da war das mit dem Peter Schiff, der absoluter Bitcoin-Hasser ist. Aber guck's trotzdem und like das Video, teile das Video. Das war's erstmal für heute. Bis dann, euer Coach Cecil.